hier ein Sprössling von Orson Kastner. Servus, Minhoff. Und wieder Braun. Helmut Kastner, er wurde Zweiter. Hier zeigte sich es wieder mal, dass Helmut Kastner hinter Dieter Braun einer der besten deutschen Fahrer ist. Heinz aus Pforzheim. Schneider Adolf. Das ist Kaiser auf seiner Eigenbau, der einzige Viertakter bei diesem Bergrennen. Solche Töne hört man heute bei den Solo-Motorrädern sehr, sehr selten. Vorläufig ist die Viertakterzeit vorbei. Das war John Dodds. Kommt Helmut Kastner in der Klasse bis 500 Kubik. Also da oben auf dem Berg. Das war Kastner und jetzt Braun.